Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNSTV. Ja, ich bin auf Winterreise. Heute ist ein schöner Tag, ja, das soll sich aber morgen ändern. Deswegen bin ich auch auf Winterreise. Da berichte ich natürlich von und dann komme ich auf der Autobahn natürlich in Bettbusch vorbei oder an Bettbusch vorbei und dann springe ich natürlich noch schnell rein zu meinem Partner GNS Bettbusch. So, der hat, wie man sieht, den Hof voll stehen. Ja, da hinten unterhält sich Anja noch mit einem Eigner von einem Wohnmobil. Ne? Hier vorne steht mein Wohnmobil, der ist ja fix und fertig gepackt. Der soll ja jetzt 8000 Kilometer soll er ja jetzt schaffen. Da bin ich mal gespannt drauf. Da bin ich echt gespannt. Ja, ich habe natürlich im Vorfeld erfahren, dass wir heute ein Karthago haben. Der Karthago hatte Probleme mit seinen Batterien. Die Gelbatterien, genau, Gelbatterien, Probleme, die haben wohl die Leistung nicht mehr geschafft, Wechselrichter lief auch nicht mehr. Wechselrichter hat sich aufgrund auch verabschiedet, das ist natürlich nicht so lustig. Den haben wir jetzt erneuert oder sind dabei, den zu erneuern, kriegt praktisch so ein neues Energiepaket und dann schauen wir mal, was der Andreas an dem Karthago so macht und wie das da so aussieht. Das ist ja erfahrungsgemäß sehr eng an einem Karthago. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Aber vorher schauen wir noch mal eben hier. Da ist ja Renés neues Projekt, nenne ich das mal. Das ist ein Allrad, das ist ein MAN, den hatte ich euch schon mal gezeigt. Der wird beklebt gerade und ja, der soll nächstes Jahr mit auf die Abenteuer Allrad, richtig? So ist der Plan, ja. Wir schauen mal, ob das klappt. Ja, ich wollte sagen, außen haben wir es ja schon soweit, aber innen, ne? Ja, ja, gut. Okay, du hast ja noch Arbeit. Du hast ja noch ein Wohnmobil, ist ja nicht so schlimm. So, jetzt schauen wir doch mal hier. Hier haben wir noch einen kleinen Fiat auf der Bühne, der kriegt auch wahrscheinlich eine Inspektion. Der Andreas steht schon an dem Fahrzeug hier. Hallo Andreas! Hallo Guido! Mach mal die Lampe aus, bitte. Tut mir leid. Ja, nee, alles gut. Du musst ja was sehen, das ist ja kein Problem. Endlich mal kommst du zu uns. Ja, ja, ich bin ja, lange nicht gesehen. Ja, ich bin ja auf Wintertour, habe ich mir gedacht, fährst du vorher noch vorbei. Ja, ja, das ist ja klar. Was machst du denn hier? Erzähl mal. Ja, bei dem alten Wechselrichter, da ist ja Nächstvoranschaltung war kaputt, ne? Und deswegen machen wir jetzt ja neuen von uns. So einen alten haben wir ausgebaut und dazu kriegt ihr noch zwei Batterien. Also das hast du ausgebaut hier, die beiden, ja. Die beiden die Gelbatterien, beide Gelbatterien, ja. Und den Wechselrichter ausgebaut. Ah. Ja. So viel wie ich weiß, hat dieses Modell integrierten Netzraumschalter. Genau. Und das ist ja noch das Problem, wenn und jemand kaputt das ist. Das ist das hier Problem. Also das hat er quasi direkt vom Wechselrichter nicht auf Netz automatisch umgeschaltet. Ja. Gut, machen wir anders, zeigen wir gleich mal. So, jetzt hast du hier unsere Smart-Batterien eingebaut. Genau, also die Lithium-Batterien sind schon da. Ja, die haben wir seit einem halben Jahr im Programm, laufen eigentlich ganz gut, ne? Oder? Ja, wir haben schon genug verkauft. Ja. Also hier passen die genau rein. 2x 150 Amperestunden. Ja, die haben 150 Ampere Dauerentnahme, aber die haben 150 Amperestunden Kapazität. Ja. Ja, da kann man schon mal mit. Kann ich ja nichts anderes sagen. Ja, da kann man schon mal mit drin. Das hast du aber ordentlich gemacht. Die Kapazität der Leitungen, der Plus- und Minusleitung, reicht aus, sodass du die hier übernehmen kannst, sehe ich. Ja, klar. Ja, ja gut, ja, beim Wechsel. Das sieht man ja, das ist ja 50 Quadrat. Ja, das müsste und da passen. Ist ja mal 35 und nochmal 35 ja. Quadrat. Ja, beim Wechselrichter musst du dann schauen. Ja. Genau. Apropos Wechselrichter, wir haben ja hier was von uns. Du kriegst hier den EVT rein, ne? Der ist zwar ein bisschen größer, hat aber auch mehr Leistung, glaube ich, mehr als der alte, oder? Ja, hat ja 2 kW, ne? Also genau, der, und der alte hat... Der andere 1,8 kW hat er gehabt, ne? Und das ist ja 2 kW. Ah, Dauerleistung, 1,8? Nehmen wir an, ne? Ja, egal. So genau habe ich ja nicht angeguckt. So, und da bauen wir jetzt
Die Netzvorhang. Auf jeden Fall hat die auf jeden Fall Booms, aber kann man hier Staubsauger damit nicht machen wir. Eben, deswegen nehmen wir die ja. Ne, ja. Die haben wir ja schon Jahre im Programm. Ja, haben wir nie Probleme damit. Ne? Genau. Da haben wir keine Ausfälle gehabt bis jetzt. Einmal vielleicht. Ja? Ne? Einmal. Ja. Aber wie gesagt. Ist aber nicht bis zu mir durchgedrungen. Das hältst du dann geheim vor mir. Ne? Also hier die Netzvorhangschaltung bauen wir separat dran. Ich finde, als Vorteil, wenn mal irgendwas ist, dann kannst du beides separat tauschen oder reparieren. Ja, da können wir dann direkt hier umbauen, ne, und kostet ja nicht viel Geld. Ne. Eben. Muss man nicht komplett einen Wechselrichter dafür. Genau, sieht man ja jetzt bei dem einen. Genau. Ja, den können wir jetzt einschicken, aber das lassen wir lieber. Ja, sonst kommt der Mann ja gar nicht mehr ins Fahren. So von der Zeit her. Das war es aber bei dem Auto, ne? Ja, also mehr ist nicht. Ja, genau. Das Ladeequipment programmierst du gleich noch um. Ja, das machen wir später, wenn alles hier drin ist. Genau. Wenn alles verbaut ist. Genau. Erstmal Testphase und dann umstellen. Ja, alles klar, Andreas. Da war ja wieder ein kurzer Besuch von mir. Ja, schade. Ja, gut, vielleicht finden wir hier noch was. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja, ciao, Guido. Hau rein, ciao. Ja, hier, da ihr seht, der Carthago bekommt neues Batterie-Equipment, 2 Lithium-Batterien getauscht gegen 2 Gel, neuer Wechselrichter mit Netzvorhangschaltung. Jo, das sind natürlich schon mal Dinge, die auch unterwegs kaputt gehen. Klar, Gel-Batterien, das ist normal. Ja, Wechselrichter, gut, haben wir jetzt weniger Probleme mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch gut so, finde ich. Ja, also von den Wechselrichtern, die wir einen, habt ihr ja gerade gehört, ist vielleicht mal einer zurückgekommen und gut, du steckst natürlich nie drin. Wie ist der transportiert? Ist ein Montagsgerät? Ja, du, wie ich in einer meiner letzten Videos, was kannst du denn heute noch kaufen? Ja, da musst du schon wirklich extrem Wert drauf legen als Einkauf für so eine Firma oder das machen wir ja auch alle, dass du vernünftiges Equipment bzw. Material einkaufst. Und das behaupte ich mal, können wir. Das haben wir. Das haben wir im Programm. Das ist bei Solar so, das ist bei SAT so, das ist bei Internet so, das ist bei Batterien so. Ja, und bei Wechselrichter sowieso. Ja, vor allen Dingen auch die Tatsache, dass unsere Smart-Batterie so gut angekommen ist. Ne? Ich blende noch mal ein paar Bilder ein von unserer Smart Batterie und gehe noch mal eben kurz mit euch in die Ausstellung, wen das weiter interessiert, was da sonst noch so möglich ist, zeige ich euch dann. Und ja, unsere Smart Batterie ist eingeschlagen wie eine Rakete. Ist natürlich auch preislich sehr interessant zu unserer GNSTV Power Lithium, die natürlich ein ganz anderes Leistungsspektrum hat. Ja, hier wird gerade ein 500er rausgefahren. Und dann muss ich mal eben hier rein. Das ist auch der Seniorchef. Hallo Michael. Hallo. Ja, der ist nicht so gerne vor der Kamera. Das ist auch nicht so schlimm. Also, ich wollte euch hier noch zeigen. Hier ist ja unsere Ausstellung. Hier stehen unsere Batterien. Hier haben wir die angesprochenen GNSTV Power Lithium Batterien mit 8 Jahre Garantie. 8 Jahre Garantie. Ja. Gut, das ist auch unangefochten einer der Nummer 1 in Deutschland. Von der Leistung her, ich habe ja die drin hier bei mir, in meinem neuen Wohnmobil habe ich ja die drin. Ich hatte vorher schon 2 in meinem Monster, die haben immer alles mitgemacht, die Dinger. So, jetzt haben wir ja hier die neuen Smart-Batterien. Ja, GNSTV Smart Lithium steht ja drauf. Gut, bis 300 Amperestunden können wir euch auch damit versorgen. Eine 200er, eine 150er und dann gibt es noch eine 110er, die haben wir hier nicht stehen. Was aber sehr interessant ist, wir haben hier eine Bluetooth-Geschichte, da kannst du dir die auf das Handy holen. Dann haben wir einen integrierten Balancer, das heißt, der balanciert permanent. Dann haben wir eine automatische Heizung hier drin. Ne? Also die kannst du, brauchst du keine Angst zu haben, wenn du mal dein Auto in eine kalte Halle stellst oder im Winter irgendwo draußen, dass der Batterie irgendwas passiert. Du kannst die immer laden und entladen, immer. Ja? So, ja, dann hast du ein Gehäuse, was geöffnet werden kann. Ne, die üblichen Zertifizierungen haben wir natürlich. Laden bis minus 30 Grad. Ja, da haben wir doch mal mitgespielt. So, das Ganze mit QR-Code für die Bedienungsanleitung. Die kannst du dir dann auf das Handy holen. Insofern hast du da alles gemacht,
was du machen sollst, ja, beziehungsweise was da verlangt wird. Ja, in dem Sinne, wenn ihr mal irgendwie ein Angebot braucht für Solar oder für Lithium oder wie hier so eine Umstellung, wenn euer Wechselrichter mal nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so richtig oder nicht immer, ja, das passiert, da gibt es ja die verschiedenen Szenarien, da können wir mal nachschauen, kommt einfach vorbei, wir gucken uns ja dann. Dann machen wir euch ein Angebot, ein unverbindliches natürlich, und dann können wir dann auch loslegen für Solar, für Lithium und so weiter. In dem Sinne würde ich sagen, madet jod, ich gehe jetzt von hier aus auf Winterreise, da berichte ich natürlich fast täglich von, ist ja klar. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, drückt hier unten auf Abonnieren und dann auf die Glocke, ist kostenlos, ist also alles kostenlos. Ah, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Esst was Gutes, trinkt was Gutes. Euer Guido von GNS TV.